Hallo und herzlich willkommen zu diesem Special-Video. Wie ihr ja sicherlich alle mitbekommen habt, habe ich vor nicht allzu langer Zeit, hoffentlich stimmt das noch zum Zeitpunkt des Uploads dieses Videos, mein 100. Podcast zum Thema Company of Heroes 1 hochgeladen. Und zur Feier dessen habe ich mir überlegt, möchte ich dieses kleine Special-Video machen, wo es um die diversen Intros geht, die ich im Laufe der Zeit für die Company of Heroes 1 Podcasts verwendet habe. Ihr findet in der Videobeschreibung diverse Links und Hinweise, beispielsweise zu einer Playlist, wo ich alle Intros, die ich so im Laufe der Zeit erstellt habe, die ich noch irgendwie gefunden habe, zusammengefasst habe. Da könnt ihr euch die alle nochmal angucken. Und es gibt natürlich auch wieder eine Zeitindex-Übersicht in der Beschreibung, wann ich in diesem Video zu welchem Intro ein bisschen was erzählen werde. Verschwenden wir nicht weiter irgendwie Zeit und schauen uns direkt mal das allererste Intro an, das ich damals erstellt habe und das unter dem Titel Wenger Boys lief. Ja, das war das Prachtstück. Das ist zum ersten Mal verwendet worden beim sechsten Podcast der ersten Staffel, wobei das nicht mehr ganz korrekt ist, denn diejenigen, die schon länger dabei sind, wissen das. YouTube hat irgendwann einmal, das war passenderweise vor dem 13. Podcast, die berühmt-berüchtigte Unglückszahl, alle Podcasts, die ich bis dahin gemacht hatte, gelöscht. Das heißt also 12 Stück. Und die hatte ich ja nur noch zum Teil auf dem Computer und konnte dann entsprechend auch nur einen Teil wieder hochladen. Das heißt also, es mag sein, dass ich es auch schon früher mal irgendwann verwendet habe. Nach der aktuellen Zählung ist es aber der sechste Podcast der ersten Staffel, wo es zum ersten Mal aufgetaucht ist. Erstellt worden ist das Ding damals mit Adobe Premiere Pro. Eine Testversion gibt es da oder gab es zumindest damals auf der Adobe-Seite, die hatte ich mir runtergeladen und dann eben damit das Intro gebastelt. Damals wusste ich nicht, dass es auch Leute gibt auf YouTube, die Intros erstellen, teilweise ab einer gewissen Abonnentenzahl, teilweise auch für Geld. Beides ein Ausschlusskriterium, das heißt, das hätte ich damals nicht gemacht, hätte ich heute auch nicht gemacht, dafür zu bezahlen. Oder ich habe auch mit Sicherheit weder heute noch damals die entsprechende Abonnentenzahl. Also war eigentlich von vornherein klar, selber machen. Entsprechend ist das Ganze relativ einfach ausgefallen. Wir haben im Hintergrund halt ein Artwork von Company of Heroes 1. Das ist ein Trupp Soldaten, der von dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs über einen Hügel marschiert. Dementsprechend herrschen hauptsächlich schöne, warme Farben vor. Rot, Orange, Gelbtöne sind's. Und ja, alles in allem sieht das Ganze sehr hübsch aus. Das hat mir damals sehr gut gefallen und gefällt mir auch heute noch eigentlich sehr gut. Passend dazu dann die Musik. Die Wenger Boys sind das, We are going to Ibiza. Dazu muss man wissen, dass Egon, glaube ich, bis heute denkt, dass ich das benutzt habe, diesen Song, weil er einfach so schlecht ist, seiner Meinung nach. Und ja, um die Leute ein bisschen zu verarschen. Tatsächlich finde ich ihn aber eigentlich ganz gut. Und ich weiß nicht, ob er das weiß. Ja, also wie gesagt, hat mir eigentlich ganz gut gefallen und passt meiner Meinung nach eigentlich auch wie die Faust aufs Auge zum Bild. Dazu passend halt eine ganz einfache Texteinblendung. Das ist auch schon alles, was da passiert. Das sind alles Standardeffekte, die Adobe Premiere Pro damals beherrscht hat und wahrscheinlich auch heute noch beherrscht. Einfach, ja, wer das Ganze macht. Und dann auch noch der Hinweis auf das Company of Heroes Headquarter. Der ist vielleicht noch ganz interessant, weil es halt zeigt, dass damals YouTube einfach nur eine Plattform war, um Videos hochzuladen. Das war sozusagen nicht der Hauptfokus, um diese Videos zu bewerben oder anzubieten, sondern das war eben das Company of Heroes Headquarter und ja, dementsprechend steht es dort auch mit im Video drin. Was dann später ja nicht mehr der Fall ist. Ja, vielleicht noch ganz interessant, warum überhaupt ein Intro? Es gibt ja viele YouTube-Kanäle, die gar keins haben und die damit auch sehr gut fahren.
Ganz ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr schlüssig beantworten, was mich damals explizit dazu bewegt hat. Wahrscheinlich werde ich irgendwo anders ein Intro gesehen haben auf einem YouTube-Kanal und mir gesagt haben, na, das ist eigentlich recht schön, ist eine runde Sache, ergänzt den Kanal gut, hätte ich auch gerne. Und ja, dementsprechend habe ich mich dann ans Werk begeben. Das war so ein bisschen mit die allerersten Gehversuche auch in Richtung Videobearbeitung, wenn man so möchte. Wenn man natürlich von dem Erstellen der Podcasts selber absieht, was sich im Laufe der Zeit auch sehr verändert hat von den benutzten Programmen und dem Vorgehen und so weiter. Dazu passend, vielleicht noch ganz interessant, das habe ich leider nicht mehr, gab es auch einen Banner, das ich nicht selber erstellt habe, weil ich damals auch bei der Grafikbearbeitung noch sehr, sehr wenig Ahnung hatte, also noch weniger als heute. Das hatte Phoenix erstellt im Company of Heroes Headquarter. Auf Basis dieses, ja, dieses Bildes auch. Mit einem sehr ähnlichen Text. Wie gesagt, ich habe es leider nicht mehr, kann es deshalb nicht zeigen. Aber das habe ich sehr, sehr lange in der Signatur gehabt, im Company of Heroes Headquarter, teilweise auch in anderen Foren mit drin. Also, ja, war relativ lange ein Wegbegleiter dieses Kanals auch. Relativ schnell hat sich dann allerdings auch herausgestellt, dass es dieses Intro alleine sozusagen nicht ist, dass es mir nicht ausreicht, denn es ist ja eben eine relativ einfache, billige Geschichte gewesen. Ich wollte was anderes haben, was Tolleres, und ich weiß nicht mehr genau wie, aber irgendwie bin ich dann über ein Tutorial erstellt, Entschuldigung, über ein Tutorial gestolpert, womit man dieses Intro hier erstellen kann. Ja, und das sind tatsächlich relativ schwere Geschütze, die ich damals aufgefahren habe. Das ist also zum ersten Mal verwendet worden in der dritten Staffel, beim allerersten Podcast dieser Staffel. Das Programm ist Blender. Das ist eine 3D-Grafik-Software. Die kann auch jeder benutzen, ist unter der GPL-Lizenz. Und das ist tatsächlich 3D-Rendering, was da betrieben wird. Ja? Also, das ist sozusagen die nächste Stufe. Da glüht auch der CPU. Ich habe das Teil, glaube ich, mehrmals rendern müssen und das hat mindestens 3 Tage gedauert. Also das ist richtig, richtig heftig, was da abläuft. Man sieht, dass es nicht perfekt ist. Man sieht, dass Fehler drin sind beim Schattenwurf und so weiter. Ich habe auch damals überhaupt keine Ahnung gehabt, was das überhaupt ist. Ich habe mir nicht da krampfhaft an das Intro gehalten und das einfach durchgezogen. Aber wer auch immer dieses Tutorial oder die Vorbereitung dafür erstellt hat, also großes Dankeschön, weil da steckt, denke ich, einiges an Arbeit drin. Und ja, ich denke, dass es auf jeden Fall ziemlich cool aussah, damals, heute auch noch. Ja, und wir haben es dann ja auch, na, doch einige Zeit lang verwendet, dieses Intro. Wie auch beim allerersten Intro ist es hier allerdings auch so, dass mir bei den Seitenverhältnissen bzw. bei der Auflösung ein Fehler unterlaufen ist. Was einer der Gründe ist, weshalb ich es mehrmals gerendert habe. Und zwar ist es so, dass das Teil eigentlich zu klein ist für Breitbild, also für 16 zu 9 die Auflösung, die wird man bei den Videos verwenden. Und deshalb der schwarze Rand. Das ist bei dem Venga Boys Intro so und das ist hier auch so. Das habe ich jetzt im Nachhinein nochmal korrigiert. Damals hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Und ja, auch ein bisschen kruder. Also ich habe es natürlich nicht nochmal neu rendern lassen oder sowas, aber ja. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Intro, das mir gut gefallen hat. Hat viel Spaß gemacht, das Ganze zu bearbeiten und den Computer an die Grenzen des Möglichen gebracht. Damit sind wir auch schon beim Intro 3 angekommen, das bei mir intern so ein bisschen unter dem Titel oder dem Projekttitel lief: Sturm auf den Strand. Schauen wir es uns an.
Ja, zu diesem Intro kann man tatsächlich das ein oder andere erzählen. Erstmalig verwendet worden ist es beim ersten Podcast der fünften Staffel. Erstellt ist es mit Sony Vegas, einem Videobearbeitungsprogramm, das ich über die Hochschule bezogen habe, über einen anderen Fachbereich. Eigentlich ein sehr, sehr nettes Programm, das ich bis heute auch noch verwende und bei dem ich mich zumindest jetzt ein bisschen auskenne mittlerweile. Außerdem recht interessant ist, dass es von vornherein vom Gedanklichen her und auch wie es aufgezogen ist, nur für eine einzige Staffel gedacht war und das ist eben die fünfte, wo es dann tatsächlich auch verwendet wird. Die Schriftart ist immer noch diejenige, die gewissermaßen vorgegeben worden ist durch das beim ersten Venga Boys Intro schon angesprochene Banner, das ich leider nicht mehr zeigen kann. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob diese Schriftart, die ich hier habe, wirklich die ist, die bei diesem besagten Banner verwendet worden ist. Ich glaube es fast nicht. Es ist halt so eine Grunge, nennt man das, Schriftart. Das heißt, sie sieht so ein bisschen angefressen, zerstört aus und das hat tatsächlich auch ein paar Nachteile. Ja, ich habe es aber relativ lange verwendet, später auch noch, beispielsweise in den Podcasts rechts unten bei der Abdeckung von diesen Menüelementen beim Replay in Company of Heroes. Und ja, so entsprechend ist sie dann auch hier aufgeführt, die Schriftart. Was außerdem noch sehr interessant ist, von diesem Video, und das ist das erste dieser Art bei den Intros, gibt es diverse unterschiedliche Versionen. Mindestens vier Stück. Die allererste ist niemals irgendwo veröffentlicht worden. Das geht darauf zurück, also vielleicht erst nochmal zu der Darstellung, was dort gezeigt wird. Es sind immer Szenen aus dem Intro von Company of Heroes 1, was am Beginn der Kampagne läuft. Also, ja, der im Prinzip Sturm auf den Strand, der Name könnte meiner Meinung nach nicht passender sein. Am D-Day eben, ja, der Angriff auf die französische Atlantikküste aus Sicht der Amerikaner und die Abwehr der Wehrmacht. Das ist dort zu sehen. Und ja, bemerkenswert daran ist halt, dass keine dieser vier Versionen, die existieren oder mal existiert haben, wirklich gleich sind. Also es ist nicht einfach aufgezeichnet blindlings, sondern es sind immer gewisse Schnipsel, gewisse von Zeitindex A bis Zeitindex B. Teile dieses Intros, die unterschiedlich zusammengestellt sind, auch mit unterschiedlichen Effekten. Der Sound ist ein bisschen anders. Bei manchen dieser Teile wird man zum Beispiel sehen, dass die Geräusche lauter sind. Zum Beispiel, wenn die Jungs mit den Landungsbooten an den Strand fahren, das ist bei manchen herausgestellt. Also vom Sound des Videos her. Und ja, zu den unterschiedlichen Versionen. Die allererste Version war von der musikalischen Begleitung her. Da war mit drin Skater Boy von Avril Lavigne. Fand, beziehungsweise finde ich auch eigentlich einen guten Song. Allerdings hat man mir damals, Funky war das, der das so beta-mäßig gesehen hat und auch noch ein paar andere, bei Funky weiß ich es noch, hat gemeint, nimm das lieber nicht. Das ist es nicht. Das ist zu soft, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, worum es da eigentlich ging. Ja, und so ist es von vornherein rausgeflogen und niemals öffentlich geworden. Stattdessen, Versionen, die ihr auch finden könnt auf YouTube, wenn ihr die fünfte Staffel mal durchgeht, sind zwei. Zum einen gibt es eine ganz allgemeine Version. Es gibt eine Version, eine Nike-Version und eine, ja, eine Egon-Version. Die unterscheiden sich, wie gesagt, alle ein bisschen im Videoschnitt, die unterscheiden sich ein bisschen bei der Lautstärke des Videos an sich, also dieses Mitschnitt sozusagen, dieses Intros, und wo sie sich definitiv auch und ganz offensichtlich unterscheiden, ist bei der Musik. Die Nike-Version hat als Musik Globus von Europe. Bei der Egon-Version gab es den ersten Kontakt mit Hans Zimmermann. Also nicht, dass ich irgendwie mit dem geredet hätte, aber da bin ich zum ersten Mal auf ihn aufmerksam geworden, und zwar ist die Musik da Two Steps from Hell, Hearts of Courage. Und das ist auch dieselbe Musik, die bei der allgemeinen Version Verwendung findet. Achtet einfach mal drauf, geht vielleicht nochmal durch die fünfte Staffel durch. Ihr seht es auch am Text, bei manchen steht dann dabei mit Nike oder
Fanatic und Nike, Fanatic und Aegon und bei dem anderen weiß ich gar nicht mehr, was da steht. Aber da ist, glaube ich, auch die Farbe eine andere. Da ist der Text rot und der wird so langsam größer, während das Video vorwärts geht. Also, ja, da ist relativ viel Zeit reingeflossen. Ich musste es zum Teil auch alles komplett nochmal von vorne machen, weil ich zwischenzeitlich den Kram irgendwie gelöscht hatte. Ich weiß auch nicht mehr. Und ja, war ein bisschen Arbeit damals, war aber auch wieder ganz interessant, hat Spaß gemacht. Man sieht der ganzen Sache nicht an, wie viel Arbeit eigentlich drinsteckt. Und dabei ist es eigentlich recht simpel und im Grunde einfach nur geklaut. Aber naja, egal. Ja, das ist das dritte Intro gewesen, was ich mal im Laufe der Zeit so benutzt habe. Damit kommen wir zum vierten und letzten und auch noch aktuellen Intro, was bei mir intern so ein bisschen unter dem Titel Dubstep läuft. Ja, dieses spezielle Intro ist zum ersten Mal verwendet worden beim ersten Podcast der sechsten Staffel. Einfach aufgrund dessen, dass ja das vorherige Intro von vornherein komplett auf die fünfte Staffel ausgelegt war und dann auch ersetzt werden sollte. Was dann eben auch mit diesem Intro geschehen ist. Es ist wiederum mit Sony Vegas erstellt worden, wie alle anderen zukünftigen Videoprojekte und so weiter auch. Es zeigt, ja, eine recht interessante Kollektion, sage ich mal, von Company of Heroes 1 Videomaterial, also Bilder sind das. Die sind zum Teil nachbearbeitet, die sind zum Teil aus dem Picture of the Moment Thread im Company of Heroes Headquarter. Zum Teil sind es auch Einsendungen, die damals auf meine Frage hin gekommen sind. Musikalisch ist das Ganze grundsätzlich unterlegt mit MT Eden Dubstep Escape. Das wird auch heute immer noch gerne mal wieder nachgefragt, wie der Song heißt. Und ansonsten wäre vielleicht noch interessant, dass es auch hier wieder unterschiedliche Versionen gibt, unterschiedliche Phasen der Entwicklung. Bei der allerersten Version, die ich damals erstellt habe, waren die Bilder nicht auf die Bässe abgestimmt des Songs, sondern das waren halt einfach Bilder, die waren eine gewisse Zeit lang da und haben sich dann überschnitten, dann kam das nächste Bild und so weiter, also eine relativ lange Zeit für die Bilder. Bei der zweiten Version ist das dann anders geworden, da habe ich wirklich versucht, exakt den Übergang so zu machen, auch ein harter Übergang ist das, meine ich, dass es die Bässe trifft. In dem, in dem Song selber, was da ziemlich gut ist, weil die sehr regelmäßig immer bam, 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 so nach dem Motto. Und da gibt es dann wiederum eine Abart von. Das ist dann die letzte Version, die auch tatsächlich bis heute verwendet wird. Und die beinhaltet zusätzlich dazu noch einen Zoom. Das heißt also, einige der Szenen werden reingezoomt und andere werden rausgezoomt. Und das war eben bei der zweiten Version noch nicht der Fall. Also, ihr seht, auch da steckt immer eine gewisse Entwicklungsgeschichte dahinter. Und diese drei Dinger könnt ihr auch, glaube ich, auch alle angucken. Ich meine, die wären alle hochgeladen worden. Da sieht man die Unterschiede dann auch sehr schön in der entsprechenden Playlist. Und ja, also ich find's einfach sehr interessant, weil sowas macht halt mir eigentlich auch relativ viel Spaß. Es hört dann irgendwann auf, wenn es zu komplex wird bei den Sachen, aber das sind im Grunde alles sehr, sehr einfache Sachen, was die Video- bzw. Bildbearbeitung angeht. Das hat man eigentlich relativ schnell raus, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich denke, dass man trotzdem mitunter sehr, sehr coole Effekte erzielen kann. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, wäre, dass ich, meine ich, den Rand dunkler gemacht habe. Also das vom Rand her, der ist eigentlich eher so schwarz, gibt es eine Aufhellung hin zur Mitte. Also im Farbverlauf, glaube ich. Also von schwarz nach transparent zur Mitte hin.
An der Stelle möchte ich mich vielleicht auch nochmal einfach bedanken bei denjenigen Leuten, deren Bilder ich da benutzen durfte, denn das war, glaube ich, ziemlich das einzige Mal bisher, dass ich tatsächlich mir die Erlaubnis eingeholt habe, die entsprechenden Werke da verwenden zu dürfen. Eben von den Leuten aus dem entsprechenden Thread und ja, dann auch von den Einsendern, die mich dabei unterstützt haben. Die Bilder habe ich auch heute alle noch. Also da habe ich, das war so auch die Zeit, wo ich angefangen habe, alles aufzuheben, was ich so mache für die Zukunft. Wer weiß, wann man es eventuell nochmal irgendwie braucht. Also ja, diese Bilder, die gibt es tatsächlich alle noch irgendwo. Und es sind teilweise wirklich sehr coole. Also muss man sagen, mitunter haben sich die Leute auch sehr viel Mühe gegeben beim Nachbearbeiten. Also kann man nur sagen, sehr, sehr schöne Sache. Lohnt sich auch eventuell mal in den Thread einfach mal so reinzuschauen und da einen Blick zu riskieren. Inwieweit die Bilder noch verfügbar sind oder mittlerweile schon vom File-Hostern oder vom Picture-Upload oder wer auch immer da die Basis war, um die Bilder hochzuladen, gelöscht worden sind, ist natürlich eine andere Frage. Aber ja, probieren kann man es ja mal, wenn man so möchte. Wenn man sich dafür interessiert. Und das war es auch schon. Ein für meine Verhältnisse relativ kurzes Video, ein kurzer Abriss über die bis zu diesem Zeitpunkt so verwendeten Intros, zumindest was den Bereich Company of Heroes 1 Intros angeht. Es gibt ja noch das Intro für Company of Heroes 2 Podcasts, was auch eine kleine Entwicklungsgeschichte hat, und es gibt das Intro bisher noch für die ja, für das Let's Play Warhammer 40k Dawn of War. Ich überlege gerade, es dürfte auch ein bisschen Material geben. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher für die German Nightfights, wer das noch kennt. Das war ein Projekt, was wir mal hatten. Oh Gott, wie lange ist das denn her? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Da sind bis heute nicht alle Podcasts hochgeladen, weil das ein riesen Gezerch war. Das weiß ich noch. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall gibt es dazu auch ein paar Videos, aber ich glaube, es gibt kein Intro. Das ist mehr so ein Siegesvideo. Ist halt so ein bisschen angelehnt an Sunday Night Fights, wer das kennt. Und dann bedauerlicherweise auch ziemlich im Sand verlaufen, wenn ich mich recht entsinne. Naja, das ist ein anderes Thema. Also, ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war vielleicht interessant, und ich möchte ganz ehrlich sein, ich mache das jetzt hier auch mit dem Hintergrund, dass ich mir vielleicht, sollte den Kanal es dann noch geben oder sollte es das Video noch auf meiner Festplatte geben, dass ich in ein paar Jahren nochmal hingehen kann und sagen kann, hey, das hast du damals gemacht. Und das ist ja, denke ich mal, auch ganz interessant. Mal schauen. Ja, in diesem Sinne, ciao, ciao.